So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, das letzte Mal, haben wir die Level von Fabi SMM2 entdeckt durch den Hübi-Discord, weil er da seine Level reingepostet hat in den Mario Maker Channel. Und da machen wir jetzt einfach nahtlos weiter. Okay, let's go. Mario has to swim fast to escape angry wigglers and fishbones. SMB3E, das ist wieder so ein Teil für eine Welt. Aber ich habe ja schon gesagt, so ganze Welten möchte ich eher nicht spielen. Einfach so einzelne Level. Das ist eher meins. Okay, da kriegen wir direkt ein Blatt am Anfang. Das ist ja schon mal sehr gut. Die werden wir einfach... Oh, kann ich die killen? Kann ich die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist ja jetzt schon angry. Huch, da kann ich rein, okay. Nicht sicher, ob ich hier gut bin. Ach so. Okay, ich kann die killen. Haben wir jetzt mal im Großen getestet. Sehr schön. Good to know. Oh. Auch schön. Wait, nehme ich das? Das nehme ich mit, dann schwimme ich schöner. Ja, viel, viel schöner schwimme ich dann. Lass mich in Ruhe. Wow, jetzt geht's aber flott hier runter. Okay, jetzt scrollt es nicht mehr. Das ist gut. Ja, ich hab's mir fast gedacht, dass es nur kurz für den Checkpoint war. Das stoppt das Scroll. Oh mein Gott, hi. No! Hier ist bestimmt wieder Bonus, der dann bei der roten Röhre wieder rauskommt. Oh boy. Ich glaube, das ist mit dem Dings nicht so sinnvoll gewesen. Hilfe! Da sollte man lieber ohne Springboard rein. Aber wofür habe ich das jetzt überhaupt bekommen? Okay. Wahrscheinlich wirklich zum Schwimmen. Wow, hi. Der kam an. Oh, jetzt muss ich aber echt ein bisschen gucken, dass wir nicht noch Blödsinn machen. Oh Gott, da kommt der große. Da ist das Ziel. Jetzt keinen Quatsch machen. Jetzt keinen Quatsch machen. Nice. Da hätte ich fast nochmal Quatsch gemacht. Okay, sehr schön. Weiterhin tolle Level, die er baut. Bisher nicht enttäuscht. Don't jump, my first don't jump adventure. Oha. Und die Prozentzahl spricht für sich. 11,22%. Wir werden nicht springen. Let's go. Wieso ist der andere jetzt auch nochmal gefallen? Ah, Mist. Das war wahrscheinlich genauso gedacht, ne? Aber dass der sich regeneriert... Ach, der hat sich in der Zwischenzeit regenerieren... Ach so, ja, verstanden. Ich laufe ja da durch und dann fällt der natürlich einmal zusätzlich. Ergibt leider Sinn. Okay, wir müssen an den Pau ran... Jetzt müssen wir wieder hoch. Jetzt müssen wir die killen. Ja gut, da muss ich halt einfach nicht springen, bis ich den richtigen erwische. Nice. Oh Gott, das ist kritisch. Das ist kritisch. Mama.
Gott. Wait, what? Ah, die fährt jetzt da oben rum, bis sie mir irgendwie einen Dings gegeben hat. Okay, aber ich kann ja hier stehen bleiben. Uff. Okay, jetzt darf ich springen. Jetzt kann auch nichts mehr passieren. Außer ich springe übers Ziel drüber. Das wär mir noch zuzutrauen gewesen. Das wäre mir noch zuzutrauen gewesen. Eieieiei. Okay, schön. Ah, die Dinger... Diese Level sind immer aufregend, weil man... Einen Fehler und man ist raus, ne? Das ist, Okay, noch so eine Welt-Dings-Level. Das ist vom gleichen SMB3E. Rotten Shipwreck Dive. Also wieder ein Unterwasser-Level? Für die Welt hat er anscheinend hauptsächlich Unterwasser-Level zugesteuert. Ja, deswegen gibt es auch gleich wieder ein Springboard. Aber es scrollt diesmal glücklicherweise nicht. Ich habe mein eigenes Tempo. Hier kann ich doch bestimmt hoch. Okay. Bonus oder wichtig? Was war da? Das war aber eine etwas... Habt ihr das gesehen? Das war schon eine merkwürdige Hitbox, oder? Habe ich den echt berührt? Das kam mir gerade nicht so legal vor. Aber vielleicht täusche ich mich und habe den wirklich berührt. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Zeitlupe. Ja. Achso, ich dachte jetzt, das ist Wand. Ist keine Wand. Ist Hintergrund. Okay. Das ist gerade ein bisschen... Oh Gott, ist das grell. Hilfe. Hilfe. Ah, meine Augen. Das war hell. Wait, ist das jetzt Bonus? Nein, diesmal muss ich hier durch. Da ist eine Tür. Ah. Stimmt, es ist ein Schiff... ein Schiffswrack. Ich habe gerade vergessen, was es ja eigentlich ist, wo wir rumfliegen. Schwimmen. Nein, gib mir den. Gib mir den, gib mir den. Gut, dass der da ist. Na! Hitbox! Please! Don't do this to me. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst vor den Hitbox, vor den roten, ne? Vor den Hitbox. Ja. Vor der Hitbox. Von den roten. Okay. Das war ein interessanter Abschnitt. Ah, okay, cool. Haben wir irgendwas verpasst? Oder ist die... Nee, die Tür da oben ist nur Deko, ne? Okay. Cool. Sehr schön. Aber diese Hitbox... Ich komme auf die Hitbox nicht klar. Sehe ich so schlecht oder war die wirklich kacke? Okay. Noch mehr Weltenlevel. TMT28, Difficulty Medium, Mario's Last Adventure of Dusty Dunes. Achso, ja. Das ist Welt 2. Und das ist dann das letzte Level in Welt 2 anscheinend. Ah ja. Das heißt, er hat dabei sehr viel so Gemeinschaftsgeschichten mitgemacht und da Level beigesteuert. Ich verstehe. Oh Gott. Okay, wir lassen die Blume Blume sein. Ah, und wir lassen auch mein Leben Leben sein. Okay. Dann können wir das jetzt mit der Blume nochmal probieren. Weil wenn ich den Pilz opfern muss, um die Blume zu bekommen, ist es ja immer noch ein Gewinn. Aber ich glaube... Ah, nice. Did it. Easy. So, jetzt verstehen wir auch, wie das hier funktioniert und können hier direkt rüber an den Checkpoint. Ich weiß nicht, wo ich hin kann. Okay, ich konnte überall hin. Da geht's nicht weiter. Aber es gibt ein Leben. Sehr schön.
Ja, wenn man dann so einen Weltenhack gewissenhaft spielt, ist sowas wie Leben ja auch wichtig. Ne? Weil man sich dann ja zum Beispiel aufschreibt, da habe ich Leben verloren, da habe ich das Leben gewonnen, da habe ich den Secret Exit gefunden. Dann kann man ja sowas wie Secret Exits einbauen. Aua. Muss ich einfach aushalten, bis ein P-Switch gedrückt wird? Ich kann ja sonst nichts machen. Yo. Aber hier in der Mitte ist es ganz cool. P-Switch. Ja, in der Mitte ist es ganz cool. Ah! Boy, oh boy. Okay. Schön. Zack. Okay. Na, dann kann man zum Beispiel sagen, wenn du alle 5 roten Münzen gesammelt hast, ist das wieder, wenn du den Secret Exit ausgelöst hast und so weiter und so fort. Natürlich gibt es hier immer nur einen Exit raus aus dem Level, aber man kann das ja simulieren. So, und jetzt haben wir nur noch die Musiklevel von ihm. Dann sind wir auch schon durch mit Frabi. Okay. Both of Breath of the Wild Trailers. Ja, gut. Ich muss sagen, ich war kein Fan von dem Trailer-Musikdings von Breath of the Wild. Am besten... Aber er macht's gut, keine Frage. Ich sterbe gleich. Hä? Wie komme ich denn jetzt? Ach so. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber passt. Aber das ist genau das, was ich meine, ne? Das ist so... Ich habe in der Musik nie wirklich Zelda wieder erkannt. Das ist so... Es ist an sich kein schlechtes Lied, aber... Gottes Willen. Hilfe. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, ich hab's nie so wirklich als... Keine Ahnung. Es hat mich nie abgeholt. Der Trailer hat mich enorm abgeholt, aber eher aufgrund der Grafik und dem Ganzen. Aber, also nicht Grafik im Sinne von, halt aufgrund der Darstellung, so rum. Aber nicht aufgrund der Musik. Da hat mich der Trailer nie abgeholt. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja. Neun Sekunden kann man durchrennen. Oder man hört dem Tetris-Team zu anscheinend. Okay. Wir hören erstmal zu und dann probieren wir den Rekord zu brechen, was nicht gehen wird. Walk. Ach so. Ach so, dann läuft man einfach. Ja, okay. Nee, dann brauchen wir den Rekord auch nicht brechen. Aber wir können es uns nochmal in der Schnellversion anhören.
Ich glaube, das klingt nämlich in der Schnellversion auch nicht so verkehrt. Ich glaube, das klingt in der Schnellversion gar nicht so verkehrt. Schade, dass es so kurz war. Aber man hätte wahrscheinlich auch nur das Ganze nochmal ansetzen, anbauen können. Weiß es nicht. Hat was. Hat was. Kann man anbieten. Kann man anbieten. Was war das dritte Lied? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Was war das dritte Lied? Ja, wir sehen's gleich wieder. Ach, 8-Bit Ghost Square. Das kenne ich überhaupt nicht. Are you on the square? Ja, keine Ahnung. Ich kenne das Lied nicht. Vielleicht kenne ich es auch doch. Keine Ahnung. Wir werden gleich wissen, ob ich es kenne oder nicht. Walk. Verstanden. Jetzt spielt er das nochmal. Nee, macht er nicht. Ach, jetzt ist durch die On-Off andere... Ah! Oh, das ist ja genial gebaut. Hab's leider nicht erkannt. Keine Ahnung. Ist es zu einem Spiel, zu einem Film? Ich weiß es nicht. Ghost Square Hammer. Oder weder Spiel noch Film, sondern einfach irgendein... bekanntes Lied, was ich nicht kenne. Ich weiß es nicht. Aber das war eine coole... Das habe ich so noch gar nicht realisiert, dass man ja den gleichen Abschnitt nochmal bauen kann. Und dadurch, dass man aber die On-Off-Blöcke anders hat, kann man im gleichen Abschnitt eine andere Melodie ablaufen lassen. Das ist cool. Ja gut, das war's dann mit Fabi. Haben wir Fabi schon durch. Muss Fabi mehr bauen oder den Hübi-Discord posten. Wobei, jetzt sehe ich es ja auch ohne den Hübi-Discord. Eigentlich wollte ich auch noch andere von dem Hübi-Discord spielen. Was klang denn interessant? Wo war das denn? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Nein, das war alles Fabi. Das war alles Fabi. Die anderen waren so Einzellevel. Das klang jetzt aber alles nicht so spannend. Das war tatsächlich alles. Ja, bin ich denn bekloppt? Das war alles Fabi. Ja. Es gibt hier noch ein Troll-Level. Das traue ich mich eher, glaube ich, nicht. Jump Around Skyfall. Na, die anderen klingen nicht so. Das war tatsächlich, das war alles Fabi, was ich da gesehen hatte. Okay. Ja gut, gucken wir mal, ob hier was passiert ist. Nein. Das ist ganz oben. Dann. Machen wir noch eine No-Skip-Challenge am Ende. 10 Minuten. Geht doch wieder ganz fix bei mir, ne? Machen wir noch eine No-Skip-Challenge am Ende. Nur vielleicht diesmal bitte kein so doofes Peach-Jump-Level. Ei. Ei, das wäre doof. Poison Wash, oh Gott. Klingt aber auch nach, man kann schnell sterben. Da oben ist ein Block. Komme ich da irgendwie ran? Wie komme ich da hoch? Hä? Ja gut, aber man muss ja nicht rankommen können. Hier kommt jetzt überall Poison. Okay, hier kommt nicht überall Poison raus. Ich dachte, es kommt überall Poison raus. Nein, auch da kein Poison. Okay.
Wait, da unten ist eine rote Münze. Aber will ich hier, ist hier irgendwas, um da hochzukommen? Das wäre halt super fies. Ich sehe nichts. Ich sehe halt nichts, man weiß es halt nicht. Guck mal, da ist lauter Stuff. Wie soll ich da... Vielleicht mit einem Schuh, den ich mir später hole. Aber wie soll ich denn jetzt auch daran kommen, zum Beispiel? Geht es so, indem ich mich hier runterfallen lasse? Und dann sage, ja, das geht. Und dann jetzt mit Anlauf! Ja, würde ich jetzt natürlich skippen. Wenn ich es dürfte. Aber wir haben ja gesagt, wir machen eine No-Skip-Challenge. Dann skippe ich es natürlich nicht, I guess. Nein, das... Oh mein Gott. Ich wollte da runter. Okay. Wir sind schon mal eins weiter. Oh no. Das Ding steigt. Ich dachte, wir haben so Giftpilze. Haben wir gar nicht. Das Ding steigt ja. Ah, mein Gott. Wir haben ein Problem. Und vor allem, ich habe den On-Off nicht gedrückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Mist. Oh, ich hatte gerade Bedenken. Ich habe halt zu spät gestartet, den ganzen Quatsch. Ich habe den ganzen Quatsch zu spät gestartet. Wait. Ich komme da nicht... Oh Gott. Oh Gott, was ist das denn für ein Sprung? Die Suppe kommt doch immer noch, ne? Ich hab's... Oh nein. Okay, schneller loslaufen das nächste Mal. Nein! Ja, der ist weg. Uff, okay. Ich traue mich nicht daran auf. Ich weiß nicht, der gefällt mir nicht. Der sagt so was aus wie... Don't. Don't do this. Sowas sagt er aus. Aber jetzt haben wir viel schneller das Ding hier loslaufen lassen können. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, wir wissen auch, das passt. Ach so, ich kann ja mit dem runterfahren. Ich hätte ja gar nicht so kritisch springen müssen. Ich bin ja eine Nuss. Ich hätte ja gar nicht so kritisch da runterspringen müssen. Ich kann ja mit dem runterfahren einfach. Hoppala. Boah, bin ich blöd, ne? Jetzt haben wir ordentlich Vorlauf. Und das ist nur für die rote Münze. Da muss ich aber auch ordentlich... Und runter. Jetzt kommt die Suppe gleich wieder. Das ist nur ein Pilz, den brauche ich nicht. Okay, kann ich da rein? Nee, ich muss hier weiter hoch. Nein, ich hätte die drücken müssen. Man weiß es halt nicht. Ah. Man weiß es halt nicht, ob es ein Troll ist oder nicht. Aber warum ist denn das dann überhaupt da? Wenn das nur da oben ein Dings aufmacht, was... F. F. Ah, Mist. Aber wenn der sonst, wie gesagt, nichts anderes macht... Ach, Mann. Dann hätte man den... Warum setzt man den denn da an den Anfang? Wahrscheinlich, dass man genau sowas denkt. Keine Ahnung.
Hat auf jeden Fall bei mir funktioniert. Ich bin drauf reingefallen. Egal, wie rum es gedacht war. Ich bin an dem Ding gestorben. Und insofern hat er alles richtig gemacht. Ach, Mist. Nein. Ich brauch doch meinen Mario. Ah, ich krieg da oben den Pilz zurück, ne? Ich krieg den Pilz da oben ja wieder. Jetzt muss nur der Sprung hier sitzen. Der Sprung sitzt. Jetzt haben wir schon so gut wie den Pilz wieder. Runter, 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 runter. Hoch, 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 hoch. Hopp, 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 hopp. Zack, die Münze da interessiert mich überhaupt nicht. Aber der Pilz hier interessiert mich. Sehr sogar. So, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Und jetzt ist hier oben offen. Und dann geht's, keine Ahnung, wohin. Oh no. Ich habe nur eine Chance, ne? Okay, ich kam direkt hoch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh boy, ist das nur eins? Nein, es sind... Okay, es sind vier. Gibt es hier überhaupt die Möglichkeit, dass es nur eins ist? Ich weiß es gar nicht. Aber das dauert schon wieder so lange. Hilfe! Ich meine, die ganze Zeit steigt das Zeug hier unten auch hoch. Ich weiß nicht... wo ich hin muss. Muss ich kurz darüber... Nein, ich muss hier hoch jetzt. Uff. Gutes Level auf jeden Fall. Sehr schön. Oh, oh nein. Und jetzt? Checkpoint? Ist das jetzt nur Bohnen? Was ist das jetzt? Was immer es ist, ich komme damit zum Ziel. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Huh. Schönes Level. Schönes, schönes Level. Huh. Okay. Jetzt bin ich schon fast versucht, aus dieser No-Skip-Challenge eine Skip-Challenge zu machen, weil wir schon ein Level geschafft haben. Wait. Woher soll ich denn wissen, was ich jetzt brauche? Immer das Rote oder was? Ist jetzt das Problem? Wie heißt das Level? Ah. Vielleicht heißt es ja übersetzt sowas wie Rot gewinnt. Ich habe keine Ahnung. Nein, das war's nicht. Tja, RIP. Oder wer schneller ist? Wer schneller ist? Der Pilz ist schneller als der Goomba. Der Blaue ist schneller als der Rote. Wer schneller ist. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Bisher war immer der, der schneller ist, der auch den richtigen Weg hatte. Aber wir haben auch erst das nur bei zweien gesehen. Das kann Zufall sein. Das kann Zufall sein. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Ob man da wieder die Schnelligkeit vorhersagen kann. Der laufende Goomba müsste schneller sein als der fliegende, oder? Weil der fliegende hält sich ja immer wieder auf, kurz durchs Hochfliegen. Ich weiß es nicht. Nein, die sind gleich schnell. Ach, der... Genau, das meinte ich mit der hält sich auf. Okay. Oh weia. Ist der Stern schneller? Noch ist der Stern nicht frei. Der Koopa geht mehr ab, aber der Stern dürfte schneller... Ist der Stern schneller als ein Koopa? Ich würde sagen, ja.
Yes. Coole Idee, man muss es nur verstanden haben. Wahrscheinlich würde der Titel oder die Beschreibung normalerweise darauf hinführen, aber erstens ist es japanisch und zweitens kann ich die Beschreibung gar nicht lesen während der Challenge. Der wütende Wiggler ist schneller. Aber sowas von. Nein, aber der läuft hin und zurück. Nein. Und von vor. Oh nein. Und hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Ah. Das ist jetzt natürlich dumm, das Level wieder nochmal neu zu spielen. Das ist natürlich blöd. Da hätte es Checkpoints gebraucht. Ich meine, wenn ich das erste Rätsel einmal gelöst habe, dann will ich es immer wieder. Hier ist es wirklich Quatsch, keinen Checkpoint zu setzen. Ach. Und ich sehe schon, wir müssen die Challenge unterbrechen. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Dann machen wir die einfach beim nächsten Mal weiter. Come on. Der Stern war schneller. Njoms. Zack. Ah ja, es geht eben nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, dass die Viecher auch. Ne, man sieht es ja, das Ding ist langsamer als der Wiggler. Insofern hatte ich recht mit der Geschwindigkeit, aber der Wiggler bleibt halt stehen. Weil ich da nicht war. Und jetzt erst geht er da rein, weil ich da hingehe. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, es ist nicht mal, noch nicht mal zu Ende. Wait, das wird jetzt da rausgeschossen. Und dann kommt entweder der Dings raus oder der Beetle. Der Beetle muss doch schneller sein. Also auch nicht nur schneller, sondern der geht halt fest in eine Richtung. Aber wofür? Hä? Hä? Was soll ich jetzt tun? Ja, auf jeden Fall hat der gewonnen. Ach so, und oben hätte ich dann mich an den Dingern, hätten die mich dann getötet, okay. Last, ja toll. Den werde ich jetzt nochmal fahren und darf ich alles nochmal neu spielen. Oh Jungs, der war gerade schon ganz schön schnell, der Hund, ne? Der Hund ist schneller als der Stern. Aber knapp. Aber knapp. Aber richtig knapp. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hat jemand was dazu gesagt? Nein, ich wollte hier noch nicht. Aber gut, das sind viele gestorben. Vor allem muss man offensichtlich auch noch schnell sein am Ende. Ah, ist das blöd. Wenn jetzt die Kommentare an sind übrigens, ich will mal kurz gucken. Weil das wäre halt jetzt super dumm, wenn hier Leute jetzt die Lösung geschrieben hätten. Das interessiert mich jetzt allerdings gerade, ob irgendwo die Lösung geschrieben wurde. Oder hat der Kommentare der. Nee, er hat es ja hier. Offensichtlich sind die erlaubt gewesen. Aber es gibt keine Kommentare, das ist schon mal gut. Na, Leute sind sozial. Oder er kann. Nee, er kannst du nicht löschen, ne?
Ich glaube, man kann nur die eigenen löschen. Weiß es nicht. Ja, auch hier keine Kommentare. Okay, ich bin positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht. Oder sie sind doch deaktiviert und man kann sie nur hier an ausmachen, aber sie sind deaktiviert. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Kann man das Ding da anklicken, wenn die Kommentare deaktiviert sind? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich kann man es trotzdem anklicken. So, das war der Wind. Hier hätte ich es schon sehen können. Nein. Hier hätte ich mir... Oh nein. Hier hätte ich mir das schon denken können, dass sowas passiert. Scheiße. Scheiße, Mann. Aber wozu hier nochmal der extra P-Switch? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ist doch völlig egal. Warum wird man da nochmal extra aufgehalten vorne? Das verstehe ich nicht. Also definitiv coole Idee. Aber... ja... So, wenn ich es jetzt wieder versaue, ich raste aus. Komm schon! Was? Überhaupt, das Warten hier, das ist ein bisschen... Das, kann man das nicht irgendwie optimieren? Ich überlege gerade, wie man das optimieren könnte. Aber mir fällt nichts ein. Klar, ich muss die loslaufen lassen durch das Aktivieren vom P-Switch. Ne, das ist schon klar. Mit On-Off-Blöcken vielleicht. Ach, keine Ahnung. Boah, aber ist das kritisch da am Ende? Komme ich irgendwie aus der Röhre raus, ohne den auszulösen? Kann ich das machen? Ohne in diese Lücke zu fallen? Geht das? Habe ich schon verloren, sobald ich den ausgelöst habe? Nur weil das ist schon kritisch. Ich sterbe ja wirklich sofort. Das, ich verstehe den zusätzlichen, dieses zusätzliche Anhalten hier verstehe ich nicht. Man sieht doch, dass der schneller ist. Da kann man doch einfach durchlaufen lassen. Mann, 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 Mann. Okay, jetzt. Gut aufpassen. Wenn ich hier runtergehe... Wenn ich hier runtergehe, komme ich darüber, da hoch? Müsste gehen, aber ich glaube, so müsste es doch auch gehen, oder? Kann man hier sterben? Muss ich wirklich... Da ist eine Plattform! Da ist eine Plattform! Ich kann das Ziel so nicht... Ich muss das Ziel so rum auslösen. Da ist eine Plattform. Ich hätte gar nicht ins Ziel fallen können.
Oh, ist das ein gemeines Ende. Oh, ist das ein gemeines Ende. Hä? Wie viele haben das gespielt? Also wir machen das nächste Mal weiter. Wir lassen die jetzt hier an der Stelle. Das will ich jetzt wissen. Yo. Alles klar. Und Kommentare waren aus oder einfach keine geschrieben? Okay. Yo. Gut, dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.